Hallo, heute ist wieder mal Zeit für einen Fisch im Opti-Grill und dazu haben wir hier zweimal Wolfsbarsch. Den haben wir schon entschuppt und auch sauber gemacht ordentlich, dann noch ein bisschen in Meersalz eingelegt und danach wieder sauber gemacht. Und jetzt heizen wir den Opti-Grill vor im Fischprogramm, schalten den Grillbooster zu und lassen den mal vorheizen. Und dann füllen wir hier diesen Wolfsbarsch ganz einfach hier mit ein bisschen Rosmarin. Dann hier so 2-3 Zitronenscheiben halbierte. Und das war's auch schon. Viel mehr habe ich jetzt hier gar nicht dran gemacht. Ich habe hier auch nichts mehr gewürzt. Ich hatte das ja vorher schön in Salz eingelegt. Dadurch hat man da schön den salzigen Geschmack schon dran. Das reicht schon. Dann legen wir die beide rein. Die sehen doch wirklich schick aus, oder? Dann schließen wir den Opti-Grill und das Programm startet. Der Opti-Grill misst wieder die Dicke vom Fisch. Und was ich noch vergessen habe, ich wollte noch ein bisschen Olivenöl dran machen, dass es nicht an den Platten kleben bleibt und außerdem noch mal ein bisschen guten Geschmack dran bringt. Und dann kann das Grillprogramm auch starten. Und das dauert jetzt circa 12 bis 15 Minuten, bis das fertig ist. Und zwar braten wir das bis zur Stufe Medium, so in diesem Bereich, im gelben Bereich hier in der Anzeige. Das reicht wirklich, wenn ihr das so auf Mitte, vielleicht sogar Anfang gelb lasst. Und dann ist der Wolfsbarsch auch fertig. Wir sehen das Ergebnis. Die Augen sind, wie es immer so ist, weiß geworden. Das ist richtig so. Dann nehmen wir das raus. Und leider habe ich natürlich keinen Anschnitt gemacht, weil ich wirklich kein Fischexperte bin. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe da immer ein bisschen Mühe, das so richtig am Ende zu filetieren. Ich habe da zwar schon viel Anleitung geguckt, aber trotzdem ist es jedes Mal nicht so leicht. Aber trotzdem hat das sehr gut geschmeckt. Ich finde auch, dass es schön aussah. Also lohnt sich das mal auf jeden Fall zu probieren. Und falls ihr dann wissen wollt, wie das funktioniert, da gibt es einige Videos zu auf YouTube, wie man so einen Fisch auseinander nimmt.